Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Oxygen Not Included. Ich werde mir jetzt mal hier ein kleines Loch reingraben, damit diese Hatches da rein können und sich vergraben. Damit sie uns hier nicht die ganzen Ressourcen wegfressen. Gut. Ja, jetzt heißt es dann kurz abwarten, bis sie die ganzen Sachen hier aufgeräumt haben. Wobei, Moment. Hier canceln wir. Das hier können wir auch canceln. Hier oben auch, hier ist da kein Hatch. Aber die Sachen, die auf dieser Etage... Auf dieser Etage, die sollten schon weggeräumt werden. Schon alleine wegen Deko. Damit... Ja, genau. Das geht dann sofort wieder etwas hoch. Genau. Sehr gut. Das nächste ist fertig in der Forschung. Wo wollten wir jetzt hingehen? Ich weiß es nicht mehr. Plumbing und dann Ventilation. Dekor ist jetzt, denke ich, nicht so wichtig. Zählt das jetzt als Raum? Ja, sehr schön. Und das reduziert ja auch den Stress, oder? Was war das? Ne, die Stamina führt... Es führt zu mehr Stamina. Naja, Stress geht auch runter irgendwie. Wer ist Harold? Ah, er. Ja, okay. Klar, dass er gestresst ist. Er wird von Bird angepupst. Ich glaube, da wäre ich auch gestresst. Würde mich schon interessieren, hier reinzugehen. Jedoch ist das ziemlich warm hier. Versuchen könnten wir es ja. Aber wobei, hier ist Chlorin. Das wäre ja nicht so gut. Hm. Haben wir sonst was hier in unserer Umgebung? Oh, wow. Ziemlich viel Suffocating? Wo? Wieso? Nein, was machst du für einen Blödsinn? Was machst du da? Oh. Nicht. Mehr dahin, bitte. Boah, hat mich dieses Geräusch erschrocken. Irgendwo? Oh, sehr gut. Das ist sehr gut, dann haben wir schon eine Möglichkeit, Strom zu erstellen. Und das ist wirklich sehr cool, denn dann brauchen wir uns nicht um Kohle Sorgen zu machen. Denn so viel Kohle haben wir ja eigentlich nicht. Coal. Boah, 10,5 Tonnen ist gar nicht mal so schlecht. Aber naja, okay. Dass hier jetzt Carbon Dioxid ist, finde ich nicht so gut. Hier unten ist das mit dem Sauerstoff nicht so toll. So, dann machen wir das jetzt. Und... ich glaube, wir gehen auch sofort hier hin. Genau, wir gehen bis dahin. Dann haben wir auch diese... luftdurchlässigen Teils. Wo sind die Wasserdurch... Mesh-Teils? Die sind hier, okay. Dann gehen wir nur bis dahin. Und danach dann
Diese hier. So, genau. Stress ist auf 0, Gesundheit auf 100%. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das hier, muss ich zwar jetzt zugeben, stört mich ein bisschen. Es kann zwar sein, dass die hier auch bei Carbondioxid können. Ja, die können. Okay, dann pflanzen wir die trotzdem ein. So. Copy Settings. 2, 3, 4, 5. Mehr haben wir jetzt gerade nicht. Germs. Oh oh, da sind ein paar, ein bisschen. Kann man den auch desinfekten? Kann man die Personen auch desinfekten? Das wäre doch mega cool. Wieso kann ich dich nicht desinfekten? Ach, Mist, wir brauchen noch ein Bett. Stimmt. Stimmt, 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 stimmt. So. Duck, duck, duck. Dann Furniture, Cot. 1, 2, 3, 4. Und mehr Leute als das werden wir sowieso nicht hinzunehmen. Wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. So. 1, 2, 3. Das steht doch normalerweise schon wie 36 Teils. Es wären 40, 44, 8, 44. Dann könnte ich noch ein Bett hier hinstellen, oder? Furniture. Cot. Ja, so hinstellen. Und dann hier so eine Leiter. Das würde klappen. Das würde platztechnisch passen. Das würde... Upsala. Das würde passen. Dann konstruieren wir das hier. Eine Tür hin. Die müssen weg und die müssen wirklich dringend weg. Die fressen uns hier alles weg, ne? Das geht ja überhaupt nicht. So, und dann Copy Settings und hier überall rein. Vielleicht wurden diese Sachen deswegen nicht eingelagert. Die müssen auf jeden Fall alle eingeräumt werden. So. Creativity. Athletics 10. Was brauchen wir jetzt am meisten? Athletics ist natürlich sehr gut. Wir nehmen den. Den nehmen wir zu uns. So, und dann hier. Genau. Ich hoffe, dass unsere Leute das jetzt nicht... Upsla, scheiße. Ich hoffe, dass die Leute jetzt nicht diese Dinger hier essen, sondern die gegrillten nehmen werden.
Die zwei nerven hier. Und der ist jetzt auch da. Das ist nicht gut. Er darf auf keinen Fall hier den Mealwood auffressen. Gut, das ist dann jetzt fertig, dann kann das hier weg. Und das hier muss gesweept werden. Und zwar dringendst. Okay, die fressen mir alles weg, diese kleinen Biester. Wieso bauen die zuerst? Die Priorität lag doch... Ja, gut. Die haben einfach schon so viel weggefressen. Das finde ich nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. So, Mesh-Tiles können jetzt gebaut werden. Wie machen wir das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Und das wäre die genaue Mitte. Genau. Wo gehen wir jetzt weiter hin? Power Transformer. Osquabber. Wo ist, Hydrogen? Hier. Natural Gas. Gehen wir mal dahin. So. Das dürfen die Leute machen. Dann lasse ich jetzt wieder schneller laufen. Yeah. Power. Okay. Plumbing. Mhm. Oxygen, ich werde, glaube ich, jetzt zwei solche hinstellen. Das hier ist okay. Und hier Sink. Gem cover double consumes sinks when passing by in the selected direction. Okay. Das Klo wird leer gemacht. Okay. Davon sind momentan also nicht genug da.
Wie viele Leute sind eigentlich am Kochen? Cook. Ein einziger. Dann setzen wir jetzt zwei Leute ein, damit das etwas schneller vorangehen kann. So. Ich hoffe, dass der Sauerstoff sich jetzt auch ein bisschen besser verteilen wird. Gerade hier in den Schlafzimmern ist nicht so viel. Gut, jetzt werde ich abwarten. Wir sind bei 16 Minuten. Ich werde jetzt einfach ein bisschen weiterlaufen lassen und abwarten, dass die Leute, also die Duplicants, das fertig gebaut haben. Und dann werde ich euch wieder hinzunehmen, denn momentan können wir nichts machen, außer hier mobben. Vielleicht kommt man hier ja ran. Nee, da kommt man nicht dran, ne? Unreachable. Ja. Gut, ja, wir werden dann jetzt einfach abwarten. CO2 ist hier ziemlich viel. Ich hoffe, dass das mit dem Sauerstoff jetzt etwas besser wird, ne? Also, momentan sieht das Ganze nicht so ideal aus. Was Sauerstoff betrifft. Ansonsten müssen wir halt einen zweiten bauen. Ob ich das so lassen werde, weiß ich auch nicht. Vielleicht reiße ich den ab. So. Und dann bauen wir das hier genau in die Mitte. Ja, das ist nicht in der Mitte. Das hier wäre in der Mitte. So. Und dann das hier weg. Und dann hier auch genau in die Mitte. Dann hier auch weg, weg und das dann so und dann noch ein Bett, Furniture, Cot, so. Ja, das hier dauert halt seine Zeit, ne? Ja, die schlafen jetzt im CO2, das ist nicht cool. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich glaube, den werde ich umsetzen. Und zwar von dort nach hier. Und dann Power. Power. Hier hin. So. Ja, genau. So, Research. Wo gehen wir jetzt hin? Machen wir das hier. Damit wir... Ah ne, wir können eh keine Fallen bauen, oder? Ich glaube, die Fallen können wir noch nicht bauen. Und das Öl ist ja wahrscheinlich viel, viel tiefer irgendwo bei der Magma. Das wird irgendwo unten beim Magma sein. Gut, wir haben keine Milo-Seeds mehr. Die wurden auch noch immer nicht angepflanzt. Das hoffe ich, wird auch vorangehen. Gut, wir sind jetzt bei fast 20 Minuten. Ich werde das jetzt einfach weiterlaufen lassen und abwarten, dass sie das alles fertig gebaut haben, was sie jetzt in Auftrag haben. Dann gleichzeitig auch hier das alles aufräumen. Fände ich persönlich wichtig. Und wenn das dann fertig ist, werde ich euch wieder hinzunehmen.
Und dann schauen wir weiter, was wir dann machen werden. Auf jeden Fall ist sicher, dass wir so schnell wie möglich versuchen werden, den hier mit unserer Base zu verbinden, irgendwie eine Pumpe hier rein zu klatschen und dann das Natural Gas als zu Strom umwandeln. Und dann will ich hier auch anschauen, was hier drinnen ist. Hier steht ja, it contains an assortment of personal effects. Also irgendwie die Person, die das aufmacht, kriegt irgendwelche Effekte. Keine Ahnung, was da mit genau gemeint ist. Das werden wir dann sehen. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. So, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Es würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen würden. Und ja, ich hoffe, dass mit dem Sauerstoff kriegen wir wieder etwas auf die Reihe. Jetzt haben wir hier die zwei Dioxidizer, die arbeiten. Mal schauen. Ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.